Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars: The Old Republic Imperial Agent bzw. Scharfer Schütze bzw. Datacrons, Guides, was weiß ich. Wir sind jetzt hier auf Voss im Gebiet der alten Pfade. Hier befindet sich auch direkt schon das erste Datacron. Und zwar bin ich jetzt hier ungefähr bei minus 773, 446. Und hierfür solltet ihr so eine zwei Höhlen finden. Dort fahrt ihr allerdings links vorbei. Also hier auch noch eine dritte Höhle. Einfach links vorbeifahren und dann hier diesen Berg hier nach oben fahren. Stardacon, das habe ich auch schon, werde ich auch im Soldaten-LP kurzzeitig andeuten. Ich hatte eigentlich nicht gezeigt, wie ihr da rankommt. Und dann müsst ihr dann einfach, ich sage jetzt mal kurz auf der Karte, einfach dann bei den Höhlen dann links den Berg hochfahren. Hier sind auch ein paar Gegner. Aber die stören nicht. Einfach hier geradeaus weiter, bis ihr irgendwann die Möglichkeit habt, weiter nach oben zu kommen. Hier. Ab hier seid ihr auch jetzt sicher. Ab jetzt sind hier auch keine Gegner mehr. Jetzt sollte eigentlich alles problemlos laufen. Jetzt sind wir schon fast da. Ihr wisst wahrscheinlich schon, auf welches Datacron ich hinaus will. Das sieht man eigentlich schon, wenn man was durchspielt von der Story her. Man weiß ja nur nicht, wann man hinkommt. Und zwar müssen wir jetzt hier hochspringen. Zack. 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 Das sind keine schwierigen Sprünge, trotzdem verkacke ich sie. Ja, super, ist mal wieder typisch mein Glück. Gut, dann Versuch Nummer 2. Na, wo geht's denn jetzt hier hoch da? Kann sein, dass das geändert hat? Irgendwie kommt mir das so unbekannt vor. Jetzt brauche ich auch nicht mehr hoch rein, ist auch egal. Das sind keine schwierigen Sprünge und seit ich das sage, verkacke ich den Sprung. Wir sind jetzt sind wir nämlich schon wieder in Voskar. Und jetzt müssen wir mich hier einfach durch die Höhle durch. Und wer Vos durchgespielt hat, der weiß natürlich, dass das hier die Höhle ist, wo man mit dem Taxi durchfliegt. Und wir sind jetzt so gesehen noch unter Voskar. Hier ist der republikanische Posten und das Datacron selbst befindet sich dann nachher hier. Und hier startet man als Imperialer, hier bei der Fähre. Einfach mit dem Taxi dann, habe ich auch gar nicht gezeigt, mit dem Taxi einfach zum Fort Cordenta fliegen. Und dann von dort aus dann, ist auch das erste Gebiet von der Story aus, könnt ihr dann halt den Weg fahren, den ich jetzt hier gerade gefahren bin. Und dann, wenn wir aus der Höhle raus sind, ich weiß auch gar nicht, ob man bei dem Festungsback von da oben runterspringen kann. Das habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Da oben ist, glaube ich, glaube, hier heißt Himmelsplattform oder irgendwie sowas. Hier die Umbringplattform. Und hier in deinem Schrein befindet sich dann das Datacron. Früher Willenskraft, mittlerweile wahrscheinlich Beherrschung. Jetzt Und aber dann geht's nichts schon wie zum hoch. zweiten. Das zweite Datacron befindet sich ebenfalls im Gebiet der alten Pfade. Letztes Mal waren wir hier, jetzt sind wir hier direkt am Pilgerrückzugsort. Ich bin auch gar nicht weit von dem Taxi entfernt, das befindet sich hier unten. Einfach einmal hier hochfahren. Und hier müssen wir nämlich unbedingt eine bestimmte Quest machen. Auf Imps-Seite bekommt man die, glaube ich, hier. Auf jeden Fall ist die lila. Also die Quest gehört zum Handlungsbogen von Voss. Das heißt also, falls ihr den Handlungsbogen gemacht habt, braucht ihr das hier alles nicht mehr machen. Dann habt ihr sie nämlich schon gemacht. Die bekommt ihr, glaube ich, auf der Imps-Seite hier Der bei Himmel dem ist Typen frei. und auf der Reps-Seite hier bei Suvarak. Da bekommt ihr die jeweilige Quest. Und wenn ihr die angenommen habt, müsst ihr die einmal abschließen. Dafür müsst ihr zuerst hier draußen, glaube ich, irgendwas machen. Ich weiß nicht genau, wo das war. Ich glaube, hier oder so war das in dem Gebiet und dann im Schrein der Heilung noch ein paar Prüfungen machen, um euch als würdig zu erweisen, dieses Datacron annehmen zu dürfen. Und dafür müssen wir als erstes jetzt in den Schrein der Heilung. Ihr könnt dafür auch die Heldenmission, wie heißt die jetzt? Keine Ahnung, wie die heißt, benutzen. Geht alles. Auf jeden Fall sehen wir uns jetzt gleich im Schrein der Heilung wieder. Ich habe ja die Quest jetzt schon gemacht. Auf jeden Fall, falls ihr sie noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall müsst ihr sie machen, denn sonst funktioniert das nicht. So, im Schrein der Heilung angekommen. Also ich bin jetzt hier kurz davor. Hier einfach wichtig, nicht mit dieser Quest hier verwechseln, denn das ist nämlich die falsche Quest. Es ist auf jeden Fall eine lilane Quest und diese Quest, die wird euch dann irgendwann hier nach hier oben schicken, wo ihr dann ungefähr hier meditieren Dann müsst mal und dann los. in eine Art Ich will gut Geisterwelt kommt, in aussehen. der ihr dann verschiedene Prüfungen machen müsst. Und ja, um hier auch schneller hinzukommen, falls ihr das Ganze schon gemacht habt, kann ich euch übrigens auch nochmal eine Heldenmission empfehlen. Die bekommt man hier. Und der Ruf des ersten Kommandos. Das ist die Heldenmission, die man machen kann. Leider kann man hier drin leider auch keinen Gleiter benutzen. Das heißt, ich müsste entweder mit Raketenschub oder zu Fuß hier durch. Jetzt aber nichts wie Oder hoch. so. Ja. Und wir müssen jetzt sogar sehen, wenn ihr die Quest abgeschlossen habt. Also jetzt müsst ihr die Quest machen. Und wenn ihr damit fertig seid, also komplett fertig, mit dieser einen Quest, also nicht mit dem kompletten Handlungsbogen, sondern mit dieser einen Quest, dann müsst ihr hier in den Mittelraum. Hier befindet sich auch der Eingang zur Heldenmission. Und wir sehen hier oben hinten schon was leuchten. Und zwar das Datacron. Ihr denkt euch wahrscheinlich, hä, warum soll ich denn jetzt die Quest machen? Du hast gerade gesagt, du musst erst die Quest machen. Ja, müsst ihr auch, denn so wie es hier ist, könnt ihr es nämlich noch nicht nehmen. Dann werde ich jetzt erstmal versuchen, hier zu nehmen. Wir Dann beide werden immer besser. sehen wir hier, nur wer würdig ist, kann das Geschenk des Schreins erhalten. Und
Ja, wir müssen uns erstmal als würdig komplett erweisen. Und zwar dafür müssen wir hier ganz hinten in dem Raum hier in die Ecke hier. Ganz rechts oben in die Ecke. Hier finden wir einen verletzten Wurstpilger und einen Heilkristall, an dem ihr, wenn ihr die Questreihe gemacht habt, meditieren müsst. Einfach einmal drauf rechtsklick machen und dann 7,5 Sekunden meditieren. Dann heilen wir nämlich diesen Wurstpilger hier und jetzt sind wir würdig genug, dieses Datacron an uns zu nehmen. Ich weiß nicht genau, ob das gruppenübergreifend ist, also ob das reicht, wenn einer den heilt oder ob das jeder aus der Gruppe machen muss oder ob das Ding jetzt allgemein freigeschaltet ist. Das weiß ich leider nicht, aber jetzt könnt ihr, wenn ihr dran meditiert, das Ding einsammeln. Da. Habe ich jetzt zwar schon, aber normalerweise könnt ihr es halt dann einsammeln. Ich habe jetzt nur keinen Zugriff drauf, da ich das Datacron schon habe. Und dann kommen wir schon zum dritten Datacron. Das dritte Datacron befindet sich im Gebiet, das Gormak-Gebiet. Und zwar ist das hier ganz im Süden der Karte. Das ist das zweite Gebiet, wo ihr von der Story aus hinkommt. Und da müsst ihr dafür am besten vom Taxipunkt Außenposten Skyline einfach hier den Weg folgen. Und dann hier nur noch hier lang in die, einfach hier geradeaus, diagonal, bis zu meiner Position an ungefähr 389.981. Dort solltet ihr hier solche Felsen hier finden. Links von denen einfach langfahren. Und dann sehen wir auch, hier sind einige Gegner, an denen ihr auch nicht vorbeikommen werdet, selbst wenn ihr euch anstrengt. Da müsst ihr die entweder bekämpfen oder halt einfach weiterziehen. Ich fahre jetzt einfach weiter. Und dann haben wir hier einen kleinen Spalt, mit dem wir hier in dieses Gebiet rein können. Und dann können wir ganz einfach hier links um diesen Felsen rumfahren und sehen dann hier schon unser Datacron mit Beherrschung. Her damit. Ich habe jetzt auch wieder keinen Zugriff drauf, da ich das Jetzt alles aber schon habe. nichts wie hoch. Und dann, ja, das war's auch schon mit dem Datacron. Ich zeige es nochmal ganz kurz hier auf der Karte, wo es sich genau befindet, ungefähr hier auf der Karte. Man kann diesen kleinen Spalt auch auf der Karte sehen, also wir sind jetzt ungefähr so hier reingegangen. Das vierte Datacron befindet sich im Gebiet die Albtraumlande. Der nächste Taxipunkt ist hier Gehens Aussichtspunkt und das befindet sich hier ganz im Westen der Karte. Quatsch, im Osten, sorry, im Osten der Karte. Und zwar hier vom Taxipunkt dann einfach hier der Straße folgen. Der Weg ist sehr einfach zu finden. Einfach hier dem gestrichelten Pfad hier folgen oder dem Trampelpfad, bis ihr hier zu diesem Fluss hier kommt. Hier befinden sich auch ein paar Gegner, die könnt ihr eigentlich sehr leicht umfahren. Die sollten kein Problem darstellen. Und dann findet ihr hier ein paar Wasp-Mystiker und eine Meditationstafel, an der ihr meditieren könnt. Ja, auch ein Dann mal Scharfschütze kann los. Ich meditieren. will gut aussehen. Und sobald ihr das gemacht habt, landet ihr dann in der Geisterwelt. Die kennt, wer die Sith Inquisitor Story gespielt hat, der weiß auch, was diese Geisterwelt ist. Auf jeden Fall sehen wir hier ziemlich viele Grüne, typisch also keine Gegner, und hier unser Datacron. Ich zeige jetzt nochmal kurz auf der Karte, also wir sind jetzt hier in der Geisterwelt, ungefähr hier auch hier wieder beim Fluss. An den Koordinaten 2142 minus 841, da einfach das Datacron einsammeln. Und ja, wenn ihr hier wieder weg wollt, könnt ihr euch entweder mit der Schnellreise porten oder ihr geht einfach wieder zu dieser Meditationstafel hier zurück und meditiert nochmal an dieser Tafel, wenn ich hier hochkommen würde. Und schon werden wir wieder zurückgebracht. Wir wachen jetzt aus unseren Träumen in Anführungszeichen auf und landen wieder hier beim Fluss. Das fünfte und letzte Datacron befindet sich auch im Gebiet die Albtraumlande und zwar diesmal hier ganz im Westen. Der nächste Taxipunkt ist entweder hier wieder gehen ins Aussichtspunkt, von da aus einfach hier den Pfad folgen bis ungefähr hier und dann vom Pfad abgehen, hier lang gehen, zwischen diesen Felsen durch, bis ihr hier wieder auf dem Pfad seid und hier in einen Heldenbereich kommt von der Republik. Oder aber ihr kommt von hier. Warte mal, ich zeig's euch mal ganz kurz. Ihr kommt von diesem Gebiet aus, vom Außenposten Skyline. Verlasst dann das Gebiet nach Norden. Seid ihr hier in dem Gebiet, wo du auch die Suchtruinen-Quest. Das heißt, wenn ihr die Suchtruinen-Quest macht, könnt ihr das gleich mitnehmen und verlasst dann das Gebiet dann hier wieder nach Osten. Und seid dann, kommt dann hier raus und kommt dann direkt hier in das Gebiet. Hier müssen wir einen Läufer finden. Der Läufer befindet sich, ich weiß nicht genau, welcher das jetzt war. Beim Glück entscheide ich mich jetzt hier für den falschen. Hier befinden sich sehr viele und sehr starke Gegner, die nerven auch ein bisschen. Hier genau zu diesem Läufer hier müssen wir. Wie ist jetzt der falsche? Ja, natürlich ist es der falsche. Ich muss den Läufer mal ganz kurz suchen, sorry. So, sorry Leute, ich habe mich ein bisschen falsch orientiert. Also wenn ihr hier in das Gebiet kommt, fahrt nicht so wie ich hier hinten irgendwo hin, sondern fahrt erstmal hier den Berg hier hoch.
und bleibt dann hier relativ weit außen, dass ihr möglichst wenig Gegner zieht bis zu diesem Läufer hier. Das ist nämlich der richtige. Also nicht zu dem da hinten, wo wir gerade eben waren, sondern hier hin. Hier finden sich auch sehr viele Gegner, sowie auch hier ein gefallener Soldat. An der Position, ich sag's mal auf der Karte, 442, 207. Den müsst ihr rechtsklicken und looten. Das muss ich jetzt nicht tun, weil ich das Datacron wahrscheinlich schon hab. Ach verdammt, ich hab das Datacron schon. Das heißt, wahrscheinlich kann ich euch das jetzt nicht mal zeigen. Und dann müsst ihr, wenn ihr die Dinger habt, Gegner erstmal ziehen. Nein, die Gegner solltet ihr wirklich nicht ziehen, also am besten außen rumfahren, wenn ihr die Gegner habt. Ich muss sie mal ganz kurz loswerden. Sorry. So, jetzt sind sie weg. Dann müsst ihr hier zu diesem Fahrstuhl hier hin. Ihr seht, da ist ein Kraftfeld drüber. Und wenn ihr dann diese Codes eingesammelt habt, geht ihr hier zu dieser Konsole, abschirmen und macht da einen Rechtsklick drauf. Na gut, kann ich jetzt nicht machen. Und dann geht dieser Schild aus. Und dann könnt ihr mit diesem Fahrstuhl hier, den ihr jetzt hier gerade seht, runterfahren. Und direkt unten befindet sich dann das Datacron. Ihr könnt es jetzt leider nicht zeigen, da ich das Datacron schon habe. Aber es ist wirklich nicht mehr, als mit diesem Fahrstuhl dann runterzufahren. Und dann unten findet ihr in einem kleinen Raum. Ich kann es mal ganz kurz einzeichnen. Ich weiß nicht genau, wo der jetzt ist, aber einfach nur so ein Ding. Und da ist dann das Datacron drin. Und noch eine Konsole, mit der ihr das Kraftfeld von unten auch wieder ausschalten könnt. Das heißt, die solltet ihr auf jeden Fall drücken, wenn ihr das davon eingesammelt habt, denn sonst werdet ihr hier euch den Kopf stoßen. Also es ist auch keine Gegner in der Nähe, keine Sprünge, kein Nichts, kein Labyrinth. Es gibt und verlaufen ist da drin unmöglich. Und ja gut, tut mir leid, dass ich euch das hier nicht zeigen kann. Aber das war's dann auch wieder für Voss. In der nächsten Folge machen wir dann Corellia. Und jetzt würde ich erstmal sagen, war's das mit dieser Folge. Bis bald und ciao.